In den meisten Tierfamilien ist es wie bei uns Menschen. Der Nachwuchs wird großgezogen, bis er für sich selbst sorgen kann. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Mutter die neugeborenen Tiere nicht akzeptiert oder andere, in denen sie aus dem Nest fallen und somit zu Waisen werden. Die jungen, hilflosen Tiere sind nun klein und allein. Hier im Wildpark Ekold wird sich um manche der gefundenen Waisen oder nicht akzeptierten Jungtiere gekümmert. Die Pfleger, die den hilfsbedürftigen Nachwuchs in ihre Obhut nehmen, sind die Bezugspersonen der Tiere. Sie übernehmen die Rolle der Eltern dadurch, dass sie die Tiere füttern. Die Füchse Farah und Fu sind Findelkinder, die von Pflegerin Annelie Otten liebevoll aufgezogen wurden. Die beiden wurden mit geschlossenen Augen und ohne Eltern in einem Backhaus gefunden. Also wir sind jetzt hier bei den Füchsen, bei unseren beiden Jungfüchsen Fu und Farah. Es ist relativ früh morgens, sie kriegen jetzt das erste Mal was zu fressen, werden wahrscheinlich sehr hungrig sein. Ich habe ein kleines Frühstück für die beiden mit, das ist jetzt heute gekochtes Hühnchen. Wir kochen nicht alles für unsere Tiere, aber um so ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen, kochen wir halt auch mal was. Ansonsten fressen die eigentlich alles und heute Morgen gibt es halt gekochtes Hühnchen. Du hast ja einen Kohldampf. Hm? Kommst du mit? Komm! Zu den Füchsen bin ich eigentlich ganz automatisch gekommen, einfach dadurch, dass ich hier zurzeit im Säugetierbereich arbeite und den Säugetierbereich leite. Wir haben, als unser alter Fuchs Frederik gestorben ist, geguckt, wo wir neue Füchse herbekommen können. Und dann sind die beiden gefunden worden, Fu und Farah, und sind hier zu uns in den Park gebracht worden, beziehungsweise unsere Tierärztin hat die abgeholt, erstmal bei sich zu Hause gehabt, weil die wirklich noch ganz, ganz klein waren, die Augen noch geschlossen hatten. Und so ganz am Anfang brauchten sie ganz, ganz intensive Betreuung. Da hat unsere Tierärztin das übernommen. Und dann sind sie irgendwann hier in den Park gekommen. Und dann war ich hier erstmal sozusagen die Tagesmutter. Über Nacht waren sie dann noch bei unserer Tierärztin. Und jetzt sind sie ganz hier. Und jetzt kümmere ich mich ganz um sie. Man muss bei der Aufzucht wirklich sehr, sehr genau arbeiten, vor allem sehr hygienisch arbeiten, weil so ein kleines Jungtier so gut wie gar kein Immunsystem hat. Es muss alles sehr, sehr sauber sein. Alles muss immer abgekocht werden, nachdem es benutzt wurde. Die Fütterungen müssen sehr regelmäßig gemacht werden. Die Fütterungszeiten müssen eingehalten werden. Gerade am Anfang, da haben die Tiere alle 2 Stunden etwas zu fressen bekommen, auch nachts. Also da muss man wirklich sehr genau arbeiten. Alles wird dokumentiert. Wir haben auch aus früheren Aufzuchten Dokumentation gehabt, an denen wir uns ein bisschen orientieren konnten. Also das ist sehr wichtig, dass man da wirklich sehr genau arbeitet. Die Beziehung, da muss man eigentlich immer so ein bisschen investieren, sonst bricht die auch wieder ab. Also der Punkt, wo so ein Jungtier keine Flasche mehr braucht, ist noch lange nicht der Punkt, wo man mit der Betreuung aufhört. Das fängt danach nochmal an, dass man sich sehr intensiv mit den Tieren beschäftigt. Wir haben uns hier 8 Stunden am Tag, also im Prinzip den ganzen Arbeitstag über, mit den Füchsen beschäftigt, viel mit denen interagiert. Ansonsten würde gerade so ein Wildtier würde wieder verscheuen. Farah und Fu sind nicht die einzigen Geschwister, die als Findelkinder nach Ekold kamen. Falkner Axel Imdahl und sein Team päppelten die Turmfalken Honey und Money auf, die seitdem auch bei der Flugvorführung zu bewundern sind. Also die zwei haben wir von einem Kollegen aus der Nachzucht bekommen. Da waren die 2 Wochen alt, waren so 2 kleine Federknäuel. Die haben wir dann von Hand großgezogen und mit ca. 6 Wochen ist so ein Turmfalke ausgewachsen. Und dann haben wir auch mit dem Training begonnen. Die Vögel einzufliegen, die Vögel so fürs Flugprogramm fertig zu machen, das kommt ganz individuell darauf an. Wir haben 2 Us großgezogen, die waren innerhalb von 2 Wochen, nachdem wir angefangen hatten, mit denen zu trainieren, soweit, dass wir die dann auch vor den Gästen präsentieren können. Aber ich habe auch schon mal einen Adler gehabt, der ein ganzes Jahr gebraucht, bevor wir ihn vor Gästen präsentieren konnten. Ja, bei Honey und Money hat es auch gar nicht so lange gedauert, weil die zwei haben sehr schnell und sehr viel mitgemacht. Aber man muss fast schon sagen, die entwickeln zu uns den entsprechenden Draht. Denn in dem Fall sind wir ja die Elterntiere und wir füttern die auch jeden Tag auf dem Handschuh. Es ist aber so, dass die sich ihre Leute aussuchen, zu denen sie gerne hinkommen.
Und dann kann dort passieren, dass jemand dem Vogel Hand aufgezogen hat und der nächste Kollege kommt hin und der Vogel sagt, oh super, dich mag ich besonders gerne. Das ist dann nach den Vögeln zu richten. Während auf der Flugwiese weiter trainiert wird, sind die Bewohner dieses kleinen Fachwerkhäuschens sehr aufgeregt. Die beiden Steinmaler Fred und Wilma wurden ebenfalls von Anli Otten per Hand aufgezogen. Die sind genau wie die beiden Füchse, Findelkinder gewesen und die haben wir aus Bayern sozusagen abgeholt und dann hier mit der Hand großgezogen. Also es war schon allein spannend, die Tiere abzuholen. Ich bin mit einer Auszubildenden von hier nach Bayern gefahren. Wir haben die Tiere eingepackt, da waren sie noch ganz klein. Und dann sind wir hergefahren und dann hatte ich sie auch eine Weile bei mir zu Hause zusammen mit den Füchsen. Das war schon ein Erlebnis, was Einzigartiges, da zwei Steinmarder und zwei Füchse im Wohnzimmer rumlaufen zu haben. Das ist eine Paste, die sie sehr gerne mögen, die wir zum Beispiel als Belohnung einsetzen. Wir sind gerade dabei, die so ein bisschen zu erziehen. Sie sind jetzt gerade in einer Phase, wo sie viel austesten, wie viel dürfen sie sich erlauben. Und da belohnen wir sie für ein Verhalten, was wir gerne möchten, sprich lieb sein, sich streicheln lassen, ruhig auch den Finger ablecken. Und die Paste wird wieder entzogen, wir nehmen sie ihr weg, wenn sie zum Beispiel in den Finger gehapst haben. Wenn die Steinmarder mal in den Finger hapsen, dann versuchen wir, ihnen diese Leckerlis zum Beispiel, die Belohnung wieder zu entziehen, damit sie das eben auch verstehen, dass das, was sie eben gerade gemacht haben, nicht richtig war, dass wir das nicht möchten. Im Zuge der Artenerhaltung wurde der Rothirsch Gustav in das Blesswildrudel integriert, da der Blesswildbock unfruchtbar geworden ist. Gustav hat einige weibliche Tiere erfolgreich gedeckt. Ein Kalb dieses Jahres war Lilly, die auch die typische Blässe des Blesswildes hat. Lilly wurde jedoch von ihrer Mutter nicht angenommen, sodass die Tierpfleger diese Mutterrolle übernehmen mussten und Lilly von Hand aufzogen. Dadurch war Lilly auf den Menschen geprägt. Wenn man Wildtiere mit der Hand großzieht, dann ist da immer eine gewisse Fehlprägung mit verbunden. Das heißt, dass dieses Tier den Menschen nicht mehr als etwas sieht, vor dem es flüchten muss, sondern eben als Artgenossen oder als etwas, was es eben als seinesgleichen akzeptiert. Und das kann zu Problemen führen. Hier im Gehege ist das nicht so schlimm. Lilly kann sehr zutraulich sein, fast schon aufdringlich. Wenn das jetzt aber zum Beispiel ein Tier ist, was man wieder auswildern möchte, bei Rehböcken zum Beispiel, hat es da schon böse Unfälle gegeben, weil die einen einfach irgendwann als Rivalen sehen und dann einen teilweise auch angreifen. Die Integration in das Rudel stellte sich als schwierig dar. Sie zog nämlich anfangs die Menschen dem Rudel vor. Mittlerweile kann sich Lilly einigermaßen im Rudel behaupten. Nur ihre beiden Tanten akzeptieren sie noch nicht. Aber nächstes Jahr wird sie stark genug sein, um ihren Platz im Rudel einzunehmen. Im Wildpark Ekolb gibt es eine Vogelpflegestation, die sich um verletzte und verwaiste Tiere kümmert. In der Vogelpflegestation, wir nehmen viele Greif- und Stelzvögel auf. Sämtliche Tiere, die wir dann wieder aufpäppeln und dann wieder in die Freiheit entlassen. Wir haben dem Weißstorch Schmerzmittel gegeben, weil er humpelt. Wir wissen nicht genau, woher das kommt. Aber damit es sich verbessert, haben wir ihm halt das verabreicht. Wir hatten bei den Störchen nicht so das Gefühl, dass sie das schaffen würden. Es war ein relativ junges, neues Paar. Und damit die es schaffen, haben wir sie hergenommen. Was das größte Problem war, dass die Eltern nicht mehr gefressen haben. Die haben das Futter verweigert und das ist für die Jungtiere natürlich nicht so schön, wenn die nichts zu fressen bekommen. Wir durften einen Einblick in die Aufzucht von Tieren in Ekolb gewinnen und können unsere Frage vom Anfang, ob die Tiere wirklich klein und allein sind, beantworten. Verwaiste und unakzeptierte Jungtiere können Hilfe bekommen. Zwar kann man nicht jeden Jungvogel, der aus dem Nest fällt, in Ekolb aufnehmen, aber mehrere Pfleger wie Axel Imdahl und Anneli Otten oder die Mitarbeiter der Vogelpflegestation geben ihr Bestes, um den Tieren zu helfen, die ein neues Zuhause brauchen.